So, ein neuer Teil, ein neues Glück, ein neuer Sprung, diesmal ohne Maps, ohne Scan-View. Hep. So, und diesmal schaffen wir es auch. Was ist das hier? Was Rotes, was wir nicht scannen können. Faszinierend. Und wo gehe ich jetzt hier hin? Okay, wo ich auf jeden Fall noch nie war. Und was liegt da unten? Space Jump Boots! Cool, cool, cool. Okay, das ist nur eine Höhle. Und? Ja, meins! Wasseskinger! Cool! Oh, wieder eine Errungenschaft mehr. Das ist doch schön. Space Jump Boots erhalten. Bitte B drücken, um zu springen, um während des Sprungs einen zusätzlichen Sprung mit dem Space Jump Boots zu machen. Bitte erneut B drücken. Okay, ist das jetzt sowas wie unser Salto in der Luft? Ah, okay. Ah, wir können also jetzt doppelt springen. Sonnenwinkel. Also, Fantasie hatten sie auf jeden Fall. Okay. So, und jetzt wohin? Mit den High Jump Boots, wie ich es jetzt mal nennen möchte, ist jetzt die Frage, wo jetzt hin? Ich würde sagen, wieder in die Eiswüste. Chozo Ruinen, was haben wir hier? Höhlen von Magmor. Ja, wir müssen erst wieder... Absturzstelle der Fregatte. Oh, Moment. Da sagte der gute Björn auch zu mir, dass ich da irgendwo einen Energietank finden würde. Komme ich da jetzt etwa hin? Nein, das war jetzt hier rein. Genau, und dann hier. Ach nee, da habe ich, glaube ich, den Grapple Beam gebraucht, ne? Ja, ja, ist okay. Ja, ja, da habe ich, glaube ich, den Grapple Beam für benutzt, gebraucht. Oh. Kann ich jetzt eigentlich mit dem Grapple Beam unter Wasser auf? Wieso wird mir denn jetzt hier was rot angezeigt? Ja, ich kann auch... Was ist das? Okay. Ein neuer Eintrag. Gelzap. Unterwasserräuber, dessen Skeletthälften elektrisch miteinander verbunden. Was? Verbunden sind. Das Gehirn des Gelzap befindet sich in der oberen Körperhälfte. Herz und Verdauungstrakt hingegen beanspruchen den unteren Teil, obwohl die beiden Hälften auf rätselhafte Weise nur durch elektrische Spannungsfelder miteinander verbunden sind, bilden sie einen perfekt funktionierenden Organismus. Diese effektive Anatomie beschert dem Gelzap einen Platz an der Spitze der Nahrungskette in den Gewässern von Talon 4. Okay, jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Moment. Ich muss irgendwo... Ja, wo muss ich denn jetzt hier hin? Eigentlich nur weiter geradeaus. Aber... Hier kann ich jetzt... nein. Hallo? Na also... So, und jetzt geht's hier hoch. Na komm, öffne schon dein Mäulchen. Jawohl. Oh. Sehr schön, da sind wir wieder an der Oberfläche. Jetzt muss ich nur... Okay, mir irgendwie eine Übersicht verschaffen. Bin ich jetzt hier schon... Wo bin ich denn jetzt hier überhaupt? Okay... Und jetzt komme ich hier endlich mal raus. Richtig?
Richtig, ich bin auf der anderen Seite. Ja. So, jetzt müssen wir nur gucken, wo es hier weitergeht. Da ist die Fregatte. Und hier irgendwo soll... Ach, du liebe Zeit. Soll es einen Energietank geben. Was haben wir da? Havarisiertes Schiff der Piraten, in dessen Selbstzerstörung im niedrigen Orbit über Talon 4 ausgelöst wurde. Mhm. Was haben wir da? Schlauchkraut, also. Gut, dann denke ich mal. Ist das hier in Ordnung? Ah, da ist natürlich nichts drin. Aha. Kann mit dieser Waffe nicht geöffnet werden. Warum das denn nicht? Warum nicht? Weiß? Fragezeichen. Super. Klasse. Ach, jetzt war ich so happy, dass ich hier tatsächlich mal weitergekommen bin, aber nichts ist. Kacke. Der ganze Weg umsonst. Da hinten gibt's noch was. Also genau hinter mir. Nein, vielleicht mal unter Wasser gucken? Nein, weiter links. Da? Oh, es geht ja immer weiter runter. Nee, das war... Oder? Ne, da komme ich auch nicht hoch. So ein Kack. Ja gut, dann hat sich das hier erledigt. Das heißt, wir wandern wieder zurück. Ach Mann. Es wäre schön gewesen. Es wäre echt schön gewesen. So, dann latschen wir hier wieder raus. Und dann geht's in die Eiswelt. Dauert ja auch nur. Mann. Zu viele Knöpfe für mich. Echt zu viele Knöpfe. Nein, geh durch. So, hier dann wieder raus. Und dann, ja, Magmoor. Und dann von Magmoor müssen wir dann wieder dahin. Da hinten hin. So, heute wird es nicht mehr so viele Teile geben wie gestern von Metroid. Es war gestern wirklich ein wenig marathonmäßig, aber wie gesagt, wenn ich mich einmal in ein Spiel reingefressen habe, dann ist es echt irgendwie schlimm, weil dann will ich wissen, wie es weitergeht. Und wenn ich mich erinnere, wie sehr ich mit dem Spiel anfangs Probleme hatte, nicht nur wegen der Steuerung, sondern überhaupt wegen, überhaupt so ins Spiel reinzukommen halt, dass ich da Bock drauf habe, ne? Und ja, das ist schon sehr faszinierend. Aber Metroid hat es mal wieder geschafft. Also bisher, egal wie schlimm ein Teil vorher war, Metroid hat es bisher immer geschafft, mich in seinen Bann zu ziehen. Und dieses Spiel stellt da keine Ausnahme dar. So, dann geht's jetzt... Ach nee, es geht jetzt erstmal in die Ruinen, oder? Ich glaube, das ist der falsche Fall. Aufzug. Ruinen, ja, genau. Und hier soll ich auch Energietanks schon übersehen haben. Ich krieg Kotzen. Ah, da hinten geht es nämlich noch weiter. Schreien wie... Okay. Da auch. Das Lava... Ach ja, das war ja da, wo ich nicht weiter kann, genau. Nee. Das ist mir ein bisschen... Das ist mir ein bisschen zu heftig. Nee, da nehmen wir dann die andere. Mal hier wieder runter. Ah ne, warte, ich kann doch in die andere Welt. Weltkarte ist... Nein, Weltkarte ist A. Höhlen von Magmoor. So, Eiswüste, genau, da will ich hin. Genau, da müssen wir Talon Oberwelt. Schoßruinen. Okay, irgendwas stimmt da jetzt hier gerade nicht.
Das heißt, von den Chozo-Ruinen muss ja irgendwo ein Transporter zur Eiswüste gehen. Höhlen von Magmor. Hä? Was war das hier nochmal? Okay, gucken wir uns hier einfach mal noch ein bisschen um. Ja, es tut mir leid, weil ein Blind Run hat manchmal halt auch zur Folge, dass man nicht weiß, wo lang es geht. Hep. Vielleicht kommen wir ja jetzt hier irgendwo weiter. Aber sieht nicht danach aus. Nein. So, dann sind wir hier nämlich wieder. Und direkt links da jetzt abbiegen. Müsste da die Tür sein. Schauen wir noch mal rein, weil ich weiß jetzt nicht auf Anhieb, was das jetzt hier war. Ob das schon das Lavabecken war, auf dem ich nicht... Ach nee, genau, ja, richtig. Hier war auch die Halfpipe. Ach Quatsch, falscher... Nein, falsche Richtung. Ach, Samus. So, hep und hep und wo lang? Da links oder da rechts? Gucken wir erstmal hier. Ich sehe nichts. Aha, aha. Na, das war schon gut. Okay, es bringt also nichts. Was haben wir denn hier? Ah, ein Missile-Container. Hahaha, sehr schön. Sonst gibt's hier nichts? Nein. Es ist schade, dass wir immer nur drei Bomben legen können. In anderen Metroid konnten wir immer vier Bomben legen. Oder? Nee. In einem konnten wir auch, glaube ich, nur drei legen. Ich weiß es nicht. Ist egal. So, wo geht's denn jetzt hier hin? Uiuiui! Moment. Aber hier war ich doch schon. Lila. Lila ist auch Fragezeichen. Die Tür kann ich also auch nicht öffnen. Ganz toll. Völlig um... Hä? Was ist das denn? Moment, um da oben hinzukommen. Aha, die Dinger da oben haben also noch was zu bedeuten. Aber was? Na? Samus, mach, was ich will. Aber ich kann mich hier... Nein! Oh. Okay, also ich kann mich hier nicht irgendwie aufrollen. Also wir müssen... Hallo, Steuerung. Wir müssen echt wahrscheinlich irgendwas mit dem Morphball da oben machen, dass wir dann da oben hochkommen. Ja, und die Tür kann ich nämlich auch noch nicht öffnen. Habe ich die... Habe ich das hier eigentlich schon? Ja, habe ich schon. Gut, dann war das mir wieder für die Katz. Boah, ist ja unglaublich. Wie kann man nur so viel im Weg stehen? Na, und wieder. Das ist ja unglaublich. Talon Oberwelt. Tralalala. Das heißt, wir müssen wieder zur Talon Oberwelt. Und von da aus dann... Aber Moment mal. Höhlen von Magmor. Ja, dann müssen wir den wieder nehmen. Ja, alles andere würde jetzt nicht wirklich Sinn machen. Ja. Wir gehen wieder zurück zur Talon Oberwelt. Der kann mir da unten gestohlen bleiben.
So, dann gehen wir im Prinzip denselben Weg, den wir jetzt hier hingekommen sind, wieder zurück mit unseren Space Jump Boots. Oder High Jump Boots, wie sie ja in Metroid, Entschuldigung. Wo war's? Super Metroid? Oder Zero Mission? Ich weiß es nicht. Ist auch egal. So, hier dann wieder lang. Ist doch richtig, oder? Ja, bleibt ja nur die. Dann hier rum. Warte. Und dann... Genau, was? Höhlen von Magma? Moment mal. Ach doch, ja. Tal und Oberwelt, zack, jetzt hier rechts. Dann durch Magmoor und dann kommen wir dahin. Ja, okay. Alles richtig. Ich weiß noch nicht, warum ich hier nie irgendwie richtig gerade gehen kann. Das ist mir auch ein Rätsel. Ja, komm, ihr könnt mich auch mal... Halt, Moment. Da oben jetzt rechts abbiegen. Genau. Oh, es ist so viel einfacher zu springen hier. Mit den... mit den Boots. Wo? Da? Na! Aber doch noch getroffen. So, der kleine Klopser kann da bleiben. So, dann gehen wir hier wieder rum. Oh, du schon wieder. Haha, nicht getroffen. Hallo? Was ist das? Ha! Abgeknallt. So, das war es jetzt aber. Ach, das Gras war auch noch da. So, genau, jetzt müssen wir hier wieder runter. Unseren Freunden da. Und dann wieder durch die Lava-Welt und aus der Lava-Welt geht dann ein Transporter, ja. Ein Lift, ein Turbolift. Dann runter in die Eiswelt. Sterbt, 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 sterbt. Dass sie auch immer wieder kommen. Boah, ich habe ja volles Leben. Wollte gar nicht sammeln. Und es wäre echt super, wenn ich hier mal ein paar Energietanks finden würde. Das wäre echt super klasse. Aber, oh. Oh, schon wieder drüber gelaufen. Aber das ist mir leider nicht vergönnt. Wie gesagt, bei der Fregatte sagte der Björn mir, da muss irgendwo ein Energietank rumkreuchen und fleuchen. Und ja. Und dann sagte man mir, dann gibt es wohl noch irgendwo einen Energietank, den ich noch nicht habe. Und das können wir hier echt nicht abkürzen. Zack. So, und jetzt hier durch. Dahin, genau. Ah, den ganzen Weg wieder zurück. Moment. Wieso bin ich denn da links noch nicht gewesen? Ach, das war die Kacke hier. Ja, okay. Das war mit dem Grapple Beam, ne? Nee, das sind auch schon wieder da oben diese Laufbahnen. Seht ihr das? Und das Geile ist, ich... Hä? Achso, von da oben komme ich. Ich gehe jetzt mit der Wii nach oben. Ich halte die oben fest. Gehe nach links. Und ich halte meine Wii... Ich habe meine Wii jetzt nicht bewegt. Guckt euch an, was... Ne? Da reißt die Verbindung ab. Irgendwie, komischerweise. Naja. Nur hier auf. So, ach, da hinten war ja wieder das Monster. Da kommt direkt die Musik. Ah ja, komm. Ah komm, du triffst mich eh nicht. Komm, geh auf. Oh, das dauert immer so lange. Warten. Und jetzt springen. Und springen. Und springen. Da
Bam. Na also, geht doch. Oh, guck mal hier, was jetzt hier abgeht. Hohoho. Ach, soll ich jetzt... Ach, komm. Ja, mit den High Jumps Boot ist alles einfacher. Na, oder vieles einfacher, sagen wir es mal so. So, warten. Und dann hoffe ich, ist es auch nicht mehr... Ach, warte mal, jetzt durch die High Jump Boots? Nein, aber auch hier nicht. Ja, und die Ventilator können wir auch nicht kaputt machen. Und höher springen jetzt durch die High Jump Boots oder Space Jump Boots. Entschuldigung, ich spreche es jedes Mal falsch aus. Ich bin es noch gewohnt von dem anderen Metroid. Tja, hier kommen wir auch nicht durch. Hm. Alles sehr schade. Ach nein, die Kacke schon wieder. Nein, ey, Samus! Du kommst hier nicht raus, ohne getroffen zu werden. Das ist doch assi, ist das. Komm, lauf, 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 lauf. Das waren, glaube ich, nur ballistische Waffen, ne? Nee, doch nicht. So, jetzt noch zwei. Moment. Da noch eine. So, das waren sie, oder? Da oben die eine, ja. Das ist so viel besser jetzt mit den Space Jump Boots. Bah! Ich meine, das ist doch der richtige Weg, oder? Ja, er ist der richtige. Und dann bin ich gespannt, wie wir dann da oben weiterkommen. Weil viele hat... Hallo. Samus, egal. Dann rollen wir einfach das Ball da runter. Ach nee, das geht gar nicht. Ach, da haben nicht mehr viele Meter gefehlt, wenn überhaupt, wenn das überhaupt Meter war. Also das war jetzt wirklich nicht viel. So. Eiswüste, genau. Moment, habe ich das jetzt abkürzen können oder habe ich das geträumt? Ich weiß es nicht. Ich hoffe, die komischen Tiere, die wir da rechts hier zu Anfang hatten, sind jetzt nicht wieder hier. Ansonsten wäre das sehr nervig. So, dann wollen wir mal gucken hier. Da oben, kommen wir da oben jetzt hin? Ja, ich glaube hier... Nein, so nicht. Ja, wir kommen weiter. Wie geil ist denn das bitte? Oh, wie soll man da immer heil durchkommen? Na, ich schaff's nicht. Ich schaff da nicht heil durchzukommen. Es ist ein Phänomen, aber... Da, schon wieder. Das ist nicht wahr. Jetzt sind wir doch schon wieder hier. Ach, da war ich ja auch schon. Oh nein. Das kann doch nicht sein. Komme ich da jetzt vielleicht durch, ohne die zu wecken? Moment. Ja, ich komme da durch ohne. Also sie... Nein, oh Gott. Boah, könntest du mal... Seh das, mein... Na, jetzt gibt er mir...
eine Fläche zum Angriff. Jetzt wieder nicht. Jetzt auch wieder nicht. Ja, da geht doch schon wieder was ab. Komm, zieh dich nicht so. Oh, die sind so nervig, die Dinger. Hat auch nicht gesessen. Auch nicht. Nein. Ah. Ah, der dreht sich immer viel zu schnell mit. Nein, scheiße. Aber die Missile, die hat er kassiert. Ah, kacke. Nein. Ja, ja, komm. Ja. Na, endlich. Ach so. So, jetzt gucken wir mal, wo wir jetzt hier überall hinkommen. Kommen wir da oben hin. Naja, um Haaresbreite. Moment, was war das? Nun, geh doch mal. Was ist denn das? Wieso geht das nicht kaputt? Das Eis, welches diese Öffnung blockiert, kann mit extremer Hitze zerschmolzen werden. Extremer Hitze! Ja, den Beam haben wir noch nicht. Das wäre schön. Was ist das? Oh, nichts. Schade. Müssen wir hier rum? Es scheint so. Hoppla. So, dann sind wir hier. Waren wir denn hier oben schon mal drin? Ja, waren wir. Ach, das ist nur der verbumste Scheiße, ey. Da oben soll es noch irgendwo was geben. Aber was soll das sein? Ist das jetzt einfach nur ein Fehler in der Raubtieraktivitäten? Was? Kapelle der Ältesten. Wie soll ich denn da hinkommen? Ganz oben. Da ist auch wieder dieses Teil. Also es hat auf jeden Fall damit was zu tun, Freunde. Dann bin ich gespannt, was wir da benutzen können. Das muss auf jeden Fall der Morphball sein. Ach, schade. Nein. Aber da haben wir noch ein bisschen Energie. So. Dann hier wieder raus. Oh, cool. Ich habe sogar einen getroffen. Ja, die sind mir zu über hier. Die sind mir echt zu über. Na, latsch ich dann einfach mal durch. Naja, ist okay. So, jetzt sind wir hier oben. Ich muss... Moment, in welche Richtung muss ich überhaupt? Da ist die Kapelle. Das heißt... Nee, da habe ich mir den Ball geholt. Da oben links. Also ganz hinten links muss ich hin. Und was war das? Da geht's da oben wieder rein. Okay, also jetzt da hinten irgendwo. Okay, das wird jetzt hochinteressant, ob ich den Sprung schaffe. Nein, kacke. Oh, heißt das jetzt, dass ich alles wieder von vorne machen muss? Ach, das sieht so aus, als wenn wir da echt
hochkommen. Aber nein. Oh, ist das nur die... Ach, Mann. Kommt man da nur damit da hoch? Moment, was ist, wenn wir hier... Kommen wir damit auch dahin? Nein, natürlich nicht. Das heißt, ich muss den ganzen Weg wieder da latschen. Das kann doch nicht sein. Nein! Haha. Okay, dann versuchen wir es jetzt nochmal. Anlauf, Sprung, nochmal Sprung. Okay, entweder ist es jetzt wieder eine falsche Denkensweise von mir. Oder es ist der falsche Weg. So, versuchen wir es nochmal. Tja. Einmal versuche ich es noch und dann soll es auch für den Teil ja gut sein. Ich habe nämlich keine Lust, mich und euch hier zu langweilen. Aber es muss eigentlich funktionieren. Also viel kann da nicht sein. Nein. Da habe ich jetzt vergessen zu drücken. Oh, Kingas. Kennt ihr das, wenn man da hin will und dann will die Steuerung nicht? Oder muss ich da hinten hin? Aber da kommt Samus doch nicht hin, das ist doch viel zu weit, oder? Na, ach! Drückt man zu früh, drückt man zu spät. Naja, das ist ja eigentlich auf gleicher Höhe. Das ist immer so knapp. Freunde, ich würde sagen, wir machen hier Schluss und ja, sehen uns dann im nächsten Teil wieder. Ich hoffe, dann weiß ich irgendwas mehr. Bis dann, NRWB18. Adieu.